Herzlich willkommen in der weiteren Folge auf der NF-Marsch. Und allen einen schönen frohe Weihnachten für den ersten Feiertag. Müsste der sein. Müsste. Mittwoch. Mittwoch war das Feiertag. Wie heißt, keine Ahnung. Mittwoch ist der erste Weihnachtsfeiertag. Und allen einen frohe Weihnacht. Ansonsten geht es jetzt hier weiter. Wir arbeiten trotzdem. Ne? Wir haben hier Hochsommer. Könnt ihr mal einen Baum aufstellen? Ne? Da nicht. Okay. Geräte. Gebäude. Diverses. Müsste das da drin sein? Müsste, aber nicht garantiert. Noch nicht. Der Deko kann es auch toll sein, weil hier völlig Blödsinn ist. Das ist auch nicht bei. Nach allen, Farmhaus. Nein. Geh los. Tierhaltung. Man muss sich ja nicht wundern, ne? Wenn man sucht, die ersten Mal muss er so rein. Na gut, da kommen wir ohne Baum aus, denn wir haben eh genug Tannenbäume. Die war nicht so, wie wir runtergefahren haben. Aber gut, okay, wir haben halt nicht gemacht. Gut, nicht so schlimm. Thüringkarte, da haben wir ja mehrere Bäume, ne? Aber da gab es ja auch ein Update dafür. Was da genau gemacht wurde, keine Ahnung. Die haben das gleiche Problem mit dem Überlänge, wenn wir so nicht rumkommen. Oh. Meine Laternen fahren wegnehmen hier. Mit der Picke. Sollte etwas übertrieben, ne? Aber gut. Man muss ja so sehen, die Zeit vergeht am Tag, dass man im Prinzip eine höheren Talgeschwindigkeit spielt. Und von daher ist es ja weg, das ist gar nicht. Nur ein Stückchen. Wer steckt jetzt im Verkehr fest? War nicht wieder unser beim Weizenfeld, kann sein. Gut, so kann man auch die Zeit umkriegen, ne? So wie hier. Gleich rumfahren. Mal wo ausfahren. Ja, der Specht lacht auch schon, ne? Ich komme noch nicht rum. Jetzt hat er ihn schon gesehen. Ist auch nicht so ideal dran, wenn man sagen könnte, man könnte mit lenken, aber bisschen mehr Platz lassen beim Fahren, dann ist gut gewesen. Also. Der Specht gibt Ruhe. Na endlich. Das Bohr wieder einfahren. Hat sie auch nicht gebracht in dem Sinne.
um den anderen kümmern hier. Also garantiert wieder in einen Haufen, der Haufen fährt. Hier würde noch einen Kurs einfahren. Abfahren. Aber das können wir ja machen, wenn wir jetzt, Entschuldigung, wenn wir hier theoretisch. Ja, er will unbedingt da rein, ne? Dann können wir gleich mal den Kurs speichern, ne? 15. Machen wir gleich einen Ordner auf, wenn es geht. Ordner der Ernte. Ja, da wollen wir uns nicht mehr beschäftigen, das fällt mir nicht aus. Ja, das ist natürlich ärgerlich, weil auch die Frucht zerstört wird, ne? Also muss ich doch immer dabei bleiben. Hier wegfahren. Entschuldigung. Ja, das kriegt man nicht hin. Oder war die aktuelle die Kabel noch nicht so aktuell ist. Kann höher sein. So, jetzt überlegen wir kurz. Warum noch den LKW testen? Oder ich hätte wieder eine Kurve treffen können. War alles fahren. Ansonsten ist hier noch ein Düngefahrzeug. Überladewagen, haben wir sowas überhaupt? Ich glaube nicht. Oh, Lohnzahlungen müssen ja Dings sein für ne. Kursblech. Anders habe ich es halt noch nicht genutzt. Überladefahrt muss man eigentlich so programmieren, dass man sagen kann, der kann gut fahren alleine. Da müssen wir mal zum Feld fahren. Und da müssen wir über die da würde ich eher so einen Überladekurs machen. Und da würde ich mir so ein, wer muss noch leisten können, Überladewagen kaufen. Wäre glaube ich klüger. Den zweiten und den ersten nehmen. Ah, da fahren wir erstmal raus und gucken, ob wir am besten fahren können. So. Der Weizen ist voll, das kann ja. Das ist durch Timing, ne? Und der ist auch praktisch voll. Dann machen wir es leer. Sonst fährt er gleich weiter und ist in der Frucht. Dann ist das Problem normal. So. Mikrofon mit sich da rannehmen. Das könnte schon so weit gewesen sein. Könnte.
Wollte ich hoffen. Maschinen kann man natürlich so nicht hören, ne? Wenn sich daran gehen. Aber ich neige dazu, von Weitem zu sehen. Und vorausschauen zu agieren, ne? Also statt zu reagieren, wenn sie nicht ran ist, ne? Schauen wir mal, die Kerle können wir ja im Prinzip nicht verkaufen irgendwann her. Aber macht jetzt glaube ich keinen Sinn. Wollen wir schauen im Winter oder im Frühling, wenn wir Zeit haben. Erstmal werden wir schön. Stroh ins Lager fahren zum Beispiel oder was auch machen. Muss gemacht werden. Aber erstmal machen wir die Ernte und die Kale fertig, da muss man tun. Dann können wir ja hier Fahrzeuge düsen lassen. Schwer so dicht dran am Drescher. Zu weit weg vom Rohr. Ende. So, hier ist keine Gefahr. Ich kann auch entstehen bleiben. So. Der LKW. Da wollten wir mal schauen, wie wir da am besten jetzt fahren zum Überladen, also vom Feld Nummer 12, dann entsprechend zum unserem Hof. Gewisse Punkte, wo wir meinen, wie jetzt hier diese Sprungschanze zum Beispiel. Werden wir nicht ganz drum rumkommen. Wir müssen auch sehen, dass wir da entsprechend der Auffahrt ungünstig. Also eine Kurve gehen kann man da nicht. Man könnte ein bisschen geradeaus fahren. Und dann über die Reifeisenprinzip zum Hof kommen. Wollen auch lieber einen LKW einen Traktor kaufen dafür. Ich glaube schon. Dolly dazu gekauft. Und dann geht das besser. Da muss ja nicht schnell sein, da muss ja nur die Last ziehen können. Ne? Das werden wir so machen. Wir kaufen einen Dolly, einen Doppel meinetwegen. Schauen wir, ob wir Geld kriegen. Der Kerdermodus. Ob wir noch kreditwürdig sind? Oh, nicht. Nicht. Oh, nicht, nicht, nicht. Kriegen wir nicht. Ungünstig. Natürlich könnten wir nur einen Hänger nehmen. Aber ich habe beide dran. Wollte ich dann. Das würde eigentlich gehen normalerweise. Das ist jetzt schwierig. Oder ich muss den langsam fahren lassen. Hab eigentlich keinen Dolly mehr übrig, ne? Kann man zwar viel sehen, aber nicht da, was ich möchte. Garage. Da haben wir zwei von. Ach so. Der ist 10 Tage. Und der ist 0. Gleiche. Können wir einfach kaufen.
Aber Dolly haben wir, glaube ich, nicht extra. Wir haben schon einen, aber zurück. Zurück. So, jetzt haben wir auch Geld für unseren Dolly. Damit wir den mit dem Traktor ziehen können. Den Doppelgespann. So, da haben wir mehrere Sorten. Das ist das Original zu dem Mod. Das sind auch Mods. Da kaufen wir immer hier. Felgenfarbe machen wir blau. Breitreifen kaufen. Okay, zurück. So, liebe Schauer, das soll es für heute gewesen sein, für die heutige Folge. Dann seid mal tschüss, Winkel, ciao, ciao. Und seht ihr vielleicht noch eine zweite Folge, wenn ihr Zeit habt. Wenn nicht, ist auch nicht tragisch. Dann halt später oder gar nicht, je nachdem, wie ihr Lust habt. Kein Thema. Dann machen wir jetzt mal eine Pause. Und dann geht's dann weiter. Dann tschüss, Winkel, ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.